Danke sehr. Ich dachte, Sie laufen schon weg. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zweimal an einem Tag beschäftigt sich der Deutsche Bundestag mit einer Sicherheitsvorkehrung völlig anderem Bereich. Da muss das Bedürfnis in der Gesellschaft oder bei den staatlichen Organen, bei den Sicherheitsbehörden ja ungeheuer groß sein, dass man dem Bundestag in der ausgewachsenen Debatte zweimal heute damit beschäftigt. Warum eigentlich diese Eile? Weil ich habe das gestern und heute überhaupt erst gelernt. Die Fußfessel, die heute Vormittag beschlossen worden oder heute Mittag beschlossen worden ist, die soll, so hat der Kollege Mayer das hier auch noch mal verkündet, in keinem einzigen der über 600 Gefährderfälle zur Anwendung kommen. Er hat gesagt, keiner, der jetzt als Gefährder bekannt ist, bei dem treffen die Voraussetzungen zu, dass er ein Aspirant auf so eine Fußfessel sein könnte. Für keinen einzigen von denen fielen. Also so ganz dringend notwendig scheint es nicht zu sein. Ist jetzt mit dieser Fußfessel hier? Da haben wir gestern gehört, die Fußfessel wird, so haben Sie gesagt, Herr Staatssekretär, Fußfessel im geringen, einstelligen Bereich kommen da Personen in Betracht. Gering einstellig, das heißt fünf oder weniger, ein oder zwei. Und dafür machen wir jetzt heute dieses Gesetz. Ich kann Ihnen nur sagen, der Kollege Fechner hat ja den Ursprung. Warum ist man auf den Gedanken gekommen und warum präsentiert man uns das jetzt überall? Das war Auslöser der Fall Amri und die Diskussion, die danach stattgefunden hat. Und da gebe ich Ihnen sogar recht, dass die Gefahr eines terroristischen Anschlags in Deutschland da ist, ist damit sehr deutlich geworden und uns allen noch mal bewusst geworden. Und in dieser Diskussion kommen Sie ausdrücklich ausnahmsweise hier auf diese Fußfessel. Und dann guckt man sich mal an, was ist das eigentlich? Fußfessel ist ja ein Etikettenschwindel. Da denkt der normale Bürgerin und der Bürger sagt wahrscheinlich, da bin ich auch dafür, dass Gefährder gefesselt werden, dann können die nichts Böses mehr anstellen. Und gar noch elektronische Fußfessel. Aber was ist das? Die werden überhaupt nicht daran gehindert zu laufen, sich irgendwo hinzubewegen, in Lastwagen zu gehen oder gar zu morden, wie das Beispiel aus Frankreich zeigt. Die Fußfessel ist lediglich ein Lederband an einem Fuß und nicht auch an dem anderen, dass man schlechter laufen kann. Und daran ist ein Sender angebracht. Und der Sender wird ausgelöst in dem Augenblick, wo man sich in einen bestimmten Bereich in Deutschland bewegen will. Und dann wird eine Alarmstelle, das gibt es ja heute schon, das kann man besichtigen, in Frankfurt, da tickt ein oder blinkt ein rotes Lichtchen auf und dann rufen die an, bei der Polizei irgendwo, dann in Berlin, beim nächsten Polizeirevier, können sie da nicht mal hingehen. Und dann fahren die dahin und gucken, ist er da oder nicht da. Die Praxis zeigt, dass diese Lämpchen sehr häufig angehen, nicht wenn die Auflagen gegen die Auflagen verstoßen wird, sondern schon mal, wenn da einer dran rummacht oder versucht, an dem Valin das Band irgendwie das zu lockern oder was anders zu machen, was er ja nicht kann, weil das so eng da dran ist. Das heißt also, Sie erreichen damit erstmal gar nichts, sondern Sie erreichen eine gewisse Aufmerksamkeit. Und jetzt ist die Frage, wo wollen Sie das anwenden? Da haben Sie jetzt gesagt, naja, Flughafen darf er nicht gehen, vor allen Dingen bei Tätern, die nicht erwischt werden wollen. Ja, der nicht erwischt werden will, der weiß auch, ich habe eine Fußfessel und die können jetzt feststellen, dass ich auf den Flughafen gehe. Der wird das niemals benutzen. Das heißt, Sie werden die Objekte nie so bestimmen können, dass das Sinn macht, weil allein in Berlin wird es Tausende von Objekten geben, U-Bahn-Stationen, Versammlungsorte, Behörden, Deutscher Bundestag, Flughäfen, Kreuzungen, Versammlungen und Ähnliches, wo er nicht hingehen darf. Das ist alles nützlich. Der eigentliche Grund ist, dass Sie von dem Fehlverhalten der Behörden im Fall Amri ablenken wollen. Im Fall Amri
hätte man die geltenden Gesetze anwenden müssen und hätte zum Beispiel ein Sammelverfahren bei einer Staatsanwaltschaft konzentrieren können, wo alle Straftaten gleichzeitig bearbeitet werden. Das hat keiner gemacht. Im Fall Amri, Kollege Ströble, achten Sie jetzt bitte auf die Zeit. Im Fall Amri haben wir ganz klare Hinweise darauf gehabt, und die Ermittlungsbehörden hatten das seit Februar 2016, also fast ein Jahr vor dem Anschlag, ganz klare Anhaltspunkte gehabt, dass er mit IS-Führern, mit seinen Brüdern in Libyen korrespondiert und sich dort Anweisungen und Ratschläge für einen Selbstmordanschlag hat. Da hätten Sie vorgehen müssen. Da hätte ein Haftbefehl beantragt werden müssen. Da hätten Sie ihn Tag und Nacht nicht aus den Augen lassen dürfen. Da sind die Fehler gemacht worden. Und nicht, weil der keine Fußfessel angehabt hat. Er wäre ohnehin kein Aspirant für eine Fußfessel gewesen, Kollege, weil sämtliche Ströbler, Voraussetzungen nicht vorlagen. Ein sehr langer letzter Satz. Die Kollegin Bettina Bär-Losse hat für die SPD-Fraktion das Wort.